Oh, du! Jan! Kennst du den? Gold! Der Hasenbraten ist ihm weggesprungen und er gegen einen Baum. Halt still, du Hasenfänger! Komm, setz dich. Ich bin Krabat, ich bin auf der Wanderschaft. Bauer und Bäuerin? Und keine Kinder? Bauer und Bäuerin? Schön wär's. Ohne die Erlaubnis des Müllers darf hier keiner heiraten. Müller? Euer Grundherr, was? Der schwarze Müller. Der schwarze Müller? Alle sagen, er ist mächtiger als der König. Ja, ja. Ohne ihn beißt in diesem Land keine Laus. Ja, klar. Na ja. Und das muss so sein? Ja, das muss sein, weil es schon immer so ist. Du fragst. Ja, ich frage. Warum das so sein muss? Was? Warum das so sein muss? Warum dies oder jenes so sein muss und nicht anders? Alles um uns herum ist doch voller Warum. Voller Rätsel. Warum? Ich lecke diesen Löffel ab. Siehst du? Mit der Zunge. Die Sonne hat aber keine Zunge, oder? Nein. Aber jeden Morgen geht sie auf und leckt den Rauhreif weg. Ja. Ja. Wie macht sie das? Womit? Sie geht auf und der Reif ist weg. Verrückt, was? Oder? Verrückt bist du. Ein hungriger Bauch hat keine Ohren. Ein hungriger Bauch versteht besser. Irgendwo im Land steht die schwarze Mühle. Und in der schwarzen Mühle ist eine eiserne Truhe, erzählen die Leute. Schweig davon, Mirka. Eine große eiserne Truhe mit 7 Schlössern. Ein riesiger Wolf bewacht sie. In der Truhe ist das Buch des Wissens. Na, wer die Truhe findet und den Wolf besiegt, dem lösen sich alle Rätsel. In dem Buch findet er Antwort auf jede Frage. So eine Geschichte eben. Glaubst du das, Krabbe? Antwort auf jede Frage? Du Hasenfänger! Wenn ich ihn nur hätte. Du hast ihn gejagt, ich habe ihn gefangen. Aber die Beule, die habe ich allein. Au, au. Halb so schlimm, Hasenfänger. Na? Sammle Holz wie ein Feuer. Oder magst du keinen Hasenbraten? Oh! Aua! Es geht aber schnell bei dir. Ein guter Schluck Wein gehört dazu.
finden? Auf dein Wohl. Das kannst du jede Woche haben. Wein und Hasenbraten. Du hast breite Schultern und kein Heu im Kopf. Bist anstellig. Du kannst als Mühlknecht bei mir arbeiten. Du hast eine Mühle? Hörst du sie nicht? Ich wandere lieber durch die Welt. Als habe nichts. Hungern, betteln, kein Dach über dem Kopf. Sehen will ich vieles. Dies und das. Lernen, das kannst du bei mir. Dinge davon träumst du nicht einmal. Sieh dir doch meine Mühle erst einmal an. Ja. Ansehen schadet ja nichts. Was ist das? Was? Das da. Hasenfänger. Ich weiß nicht. Ich habe einmal ein Kind, ein kleines Mädchen aus dem Fluss gerettet. Die Mutter des Kindes sagte, ich habe nichts, was ich dir geben kann, ich gebe dir meine Freude. Seitdem habe ich diesen Reif. Freude. Wie heißt der Wald? Der Schwarze Wald. Wie heißt der Bach? Der Schwarze Bach. Und wie heißt die Mühle? Die Schwarze Mühle. Die Schwarze Mühle, ja. Dann bist du der Schwarze Müller. Der Schwarze Müller. Na, komm schon. Na komm. Die Wahl. Du bist 8. Wähle einen. Wozu? Frag nicht. Wähle. Was geschieht mit ihm? Ich will es wissen. 7 ist die Zahl. 7 ist die Zahl. Wählst du keinen? Wählst du dich? Na? Was geschieht mit ihm? Nichts. Nichts geschieht ihm. Krabat. Ich gebe ihm sogar einen Anzug aus festem Leder. Und eine Waffe, damit er sich wehren kann. Er kann laufen, wohin er will. Der? Nein! Nein! Willkommen in der Schwarzen Mühle!
Nein. Ah, du hast gelogen. Ich habe ihm einen Anzug aus Leder gegeben. Auch eine Waffe. Ich lasse ihn laufen, wohin er will. Wo ist da etwas gelogen? Nichts ist gelogen, Müller! Nein! 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 Ich will nicht! Nein! Nein! Ich bleib nicht hier! Nein! Nein! Oh, nein! Nein! Ihr verachtet mich. Ich habe einen von euch verraten. Jeder von uns musste einen verraten. Auch dich wird einer verraten. Der Müller allein hat die Macht. Was da so glänzt an deinem Flügel, was ist das? Der Müller hat auch danach gefragt. Vielleicht ist's eine geheime Kraft. Versuch's. Wir müssen schlafen. Du wolltest doch weg. Versuch's, flieh. Flieg weg. Flieg weg. Und ihr? Komme wieder. Ich habe nichts, was ich dir geben kann. Ich gebe dir meine Freude. Freude. Seitdem hat er diesen Reif. Freude. Freude. Einer allein hat die Macht. Und jeder soll der Macht dienen. Und die Macht braucht die Angst. Die Macht braucht die Angst. Hüte das Buch des Wissens vor dem Auge jedes anderen. Nur die Mütter können ihre Kinder retten. Also, da darf keine Mutter von ihrem Sohn wissen, wo er ist, wo er bleibt. Kennt ihr die Truhe mit den 7 Schlössern? Kennt ihr das Buch in der Truhe? Keiner kennt es, keiner nennt es. Ein Wolf bewacht es. Der Müller ist der Müller. Der Müller ist der Müller. Es ist 7. Warum ist er wiedergekommen? Er tut mir leid. Wir können ihm nicht helfen. Ihr könnt ihm helfen. Unser Freund hat keine Lust, sich im Wald sein Futter zu suchen. Heute Schlachtefest! Wir wollen kein Fleisch, Müller. Du willst kein Fleisch. Wir alle wollen nicht. Ich will. Wenn ich zurückkomme, steht der Braten auf dem Tisch. Schlachtefest. Wieso freut ihr euch nicht? Sei still. Sei bloß still!
Komm mit. Hierher! Hierher! Hier können uns die Ohren des Müllers nicht hören! Oh! Warum wollt ihr denn kein Fleisch? Die Schweine im Stall, das sind doch auch unsere Gefährten, verzaubert! Sind wir denn völlig machtlos? Wir müssen kämpfen gegen den Müller. Kämpfen? Ja, wie denn? Als erstes müssen wir 7 befreien. Hilfst du mir 5? Sag doch nicht immer 5 zu mir. Ich bin Markus. Markus. Krabat, Bruder. Du musst für 2 arbeiten, Markus. Du aber auch, Krabat. Dass ihm aber nichts geschieht. Nein, nein. Und komm bald wieder. Wir müssen dem König Fleisch abliefern. Du musst für 2 arbeiten, du aber auch. Das gefällt mir. Na? Braten ist auch gut. Ich bin mit euch zufrieden. Und trollt euch. Ich hab's nie gewusst. Jetzt weiß ich's. Was? Na, was? Was Glück ist. Wir haben einem Gefährten das Leben gerettet. Markus, hast du eine Mutter? Mhm. Sag mir, wie ich sie finde. Den Ort, das Haus. Hast du dir was getan? Ich komme von deinem Sohn Markus. Markus? Seit Jahren ist er verschwunden. Ich habe ihn gesucht, überall. Markus lebt, gefangen in der Schwarzen Mühle. Nur du kannst ihn befreien. In der Schwarzen Mühle? Der Müller wird es dir schwer machen. Er wird dir nichts als 7 schwarze Raben zeigen. Einer wird den Schnabel unter dem rechten Flügel putzen. Das wird Markus sein. Fordere deinen Sohn Markus. Ich werde tun, wie du es sagst. Und du, Schwarzer, hast du keine Mutter? Ich habe keine Mutter. Dann will ich deine Mutter sein. Ich danke dir. Ich bin Krabat, dein Sohn. Du erkennst mich am Schimmer auf meinem Flügel. Der Müller ist machtlos, wenn eine Mutter ihre Söhne fordert. Ich komme. Bis Sonnenaufgang muss ich in der Mühle sein. Ich komme. Leb wohl, Mutter. Leb wohl. Ihr 2 gefällt mir. Schafft mehr als die anderen und habt statt Entengrütze Verstand im Schädel.
Also, seht zu, dass auch die anderen mehr Gold schaffen. Ich mache euch zu meinen Gehilfen. Bloß wie sollen die anderen uns gehorchen? Ihr macht meine Sache zu eurer. In allem, na? Die Schnur gibt euch die Macht, Menschen in Tiere zu verwandeln. Auch ihr selbst könnt jede Gestalt, die ihr wollt, annehmen und euch zurückverwandeln, solange ihr die Schnur besitzt. Aber denkt ja nicht, ihr seid nun sonst was. Auch mit der Schnur seid ihr gegen mich ein Fliegenschiss, klar? Ein Fliegenschiss, klar. Wer mich betrügt, stirbt, auch klar? Auch klar. Heute Nacht, wenn ich zurück bin, sehe ich volle Säcke mit Gold. Volle Säcke, Müller. Kramat, komm! Wir machen die Truhe auf. Ich verwandle mich in einen Stier und trampel ihn tot. Stier? Ein Ochse bist du. Ja, ein Ochse. Wenn du so wenig denkst. Und wir befreien die Gefährten und laufen davon. Und er wird uns finden. Jeden. Und jeden töten. Und sich neue Knechte holen. Nein. Erst müssen wir wissen, was er weiß. Und können, was er kann. Wissen können. Wir haben doch die Schnüre. Wir werden sie brauchen. Ist das ein Bursche? Wenn es euch gefällt, dann holt mein Wildschwein. Ja. So. Na, Sieben? Werde, was du gewesen. Das ist doch, der auf mich gezeigt hat. Hey. Aber ich hab dich doch hierher gebracht. Hier bist du sicher. Vor dem schwarzen Müller. Der schwarze Müller? Ja. Der wird mich töten. Sieben. Der Müller weiß nicht, wo du bist. Du bist frei. Frei? Wirklich frei? Dann hast du mich gerettet. Nein, ich lauf weg. Ich lauf ganz weit weg, weit weg. Junge, fliehen nützt nichts. Wir können dich verbergen. Ja. Du hilfst auf dem Hof. Bleib hier. Bleib hier, bis wir dich rufen. Ich brauche zwei Schnüre, die das beste Auge nicht von dieser unterscheiden kann. Sieh sie dir gut an. Ihre Stärke, zähl die Fäden. Lass diesen Unfug. Ich wollte es nur mal versuchen. Werdet, was ihr gewesen. Na? 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 Werdet, was ihr gewesen. Späße!
Scheiße. Schwarzer Müller! Hey! Schwarzer Müller! Wer bist du? Eine Mutter. Gib meinen Sohn frei. Dein Sohn ist nicht hier. Verschwinde! Ich weiß, er ist bei dir. Gib meinen Sohn frei. Gib meinen Sohn frei. Kein Sohn, kein Mensch, keine Seele. Na? Findest du deinen Sohn, kann er mit dir gehen. Findest du ihn nicht, stirbt er. In dieser Stunde. Entscheide dich. Das ist mein Sohn Markus. Verfluchtes Weib. Auch dieser da ist mein Sohn. Gib ihn mir zurück. Ja? Der hat keine Mutter. Krabat hat eine Mutter. Mich. Gib mir meinen Sohn zurück. Forderst du ihn zum dritten Mal und er ist nicht dein Sohn, dann stirbst du mit ihm. Gib mir meinen Sohn Krabat. Mutter. Wir wollen unseren Lohn, Müller. Unseren Lohn. Wir können ihn uns auch selbst holen. Guck! Oh. Oh. Ach, Müllerchen! Verdammter Kerl! Guck! Oh. Markus! Mutter, wart auf uns am Mühlbach. Mein Gott! Buch des Wissens. Oh.
Das Buch. Sie haben mir mein Buch gestohlen. Krabat. Wie hat er die Tür geöffnet? Die Schnur. Die echte Schnur erstickt jedes Feuer. Betrogen! Sie haben mich betrogen! Oh! Krabat hat recht, Mutter. Kein Tag Ruhe wird der Müller geben. Im Buch des Wissens stehen die Gesetze der Macht. Die Mühle malt dem Müller die Macht. Wir müssen die Gefährten in der Mühle befreien. Und zwar zuerst die, die er in Schweine verwandelt hat. Das merkt er nicht so schnell. Nicht dumm. Gar nicht dumm, Brüderchen. Nur wie? Wir tauschen sie um gegen richtige Schweine. Und woher wollt ihr richtige Schweine nehmen? Geld haben wir für kein einziges. Kein Ort, kein Fleck, kein Versteck, wo ich sie nicht finde. Wir könnten Ameisen in Schweine verwandeln. Aber im Bandkreis der schwarzen Mühle fällt fremder Zauber zusammen. Aber im Bandkreis der schwarzen Mühle fällt fremder Zauber zusammen. Du hast doch Mut, oder? Wie 100 wilde Hengste. Wie einer genügt. Gib acht, Brüderchen. Ich verwandle mich in einen Hengst. In einen Apfelschimmel. Apfelschimmel. Und du verkaufst mich auf dem Viehmarkt. Verkaufen? Du, ich, dich? So bekommen wir das Geld für richtige Schweine. Aber um Himmels Willen, gib Acht, dass du das Halfter nicht mitverkaufst. Es ist die Schnur. Verkaufst du sie, gibt's kein Zurück für mich. Und du bleibst ein Hengst? Erstmal werd ich einer. Aber verkauf mich nicht so billig. Krabat! Nein! Warte! Ein Apfelschimmel. Aber beeil dich, Markus! Markus! Auf zum Markt! Aber das war doch Krabats Stimme. Krabat! Markus! Markus! Du, dein Pferdchen gefällt mir. Willst du es kaufen? Kaufen? Mich kannst du kaufen. Brauchst du nicht einen Knecht für dein Pferdchen? Das ist ein Ross. Stolz. Stark. Yay, 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 yay. Yay, 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 yay. Hey, Freundchen, das Ross ist meins. 100 Dukaten. Oh, 100 Dukaten? 100 Dukaten? 150 Dukaten für das Prachtross. Komm, schlag ein. 160 in Gold, auf die Hand. Oh. Komm, mein Junge, wir gehen erst mal ein Gläschen trinken. 200? Keiner gibt dir mehr. 500 Dukaten, der Gaul gehört mir. Oh. Wer ist denn der? Das Halfter! Das Halfter! Was hast du denn? Mich betrügt, stirbt. Aber du sollst 100 Tode sterben, Krabat.
Vier Hufeisen. Rot glühend schlägst du sie an. Rot glühend. Rot glühend? Das habe ich noch niemals getan. Dann tust du es heute. Ich quäl kein Tier. Rot glühend, habe ich gesagt. Und jetzt habe ich Durst. Der schwarze Müller. Mach weiter. Werde, was du gewesen. Mein Gott, wo ist denn das Pferd? Was ist denn? Das Pferd! Das Pferd! Junge! Wo ist denn das Pferd? Herr Schmiedemeister, ich brauche neue Eisen. Hey, wo seid... Meine Pferde! Ja, ihr könnt lachen. Und meine Pferde? Was? Es sind doch meine Pferde! Allen werden wir es erzählen. Ja, er ist besiegt. Er ist besiegt. Er ist nicht besiegt. Besiegt. Er ist davongelaufen. Ein Wolf gibt nicht auf. Der schwarze Müller. Zu Diensten, Herr. Zwei Knechte sind nicht mehr bei mir. Sieben ist das Prinzip. Du kommst mit mir. Mirka. Mirka? Die gefällt mir sowieso. Hast du einen Knecht? Nein, nein, Herr. Wir haben keinen Knecht. Du wirst keine Menschen mehr in Tiere verwandeln. In Raben, in Schweine. Komm mit! Nein, ich bleib auf dem Hof. Dann bleib. Bleib auf dem Hof. Es lohnt nicht, hier zu bleiben. Nein! Nein!
trauerst du einem Bauernburschen, einem Habenichts nach? Sei doch nicht so einfältig, setz dich. Wir wollen essen. Du willst essen, also iss. Alles, was du willst, geschieht doch. Gar nicht übel. Gar nicht übel. Will ich Burschen, kriege ich sie. Will ich dich? Ja. Ich will dich. Nur sollst du auch wollen, Mirka. Du bist klug, du bist schön. Warum habe ich denn nie eingewilligt, dass dieser Jan dich heiratet? Warum? Warum? Der Herr will, der Herr verlangt. Ich verlange es nicht. Ich befehle es nicht. Ich bitte dich. Du wirst meine Frau. Ich zeig dir mein Reich. Unser Reich. Und jetzt zeige ich dir etwas, was vor dir noch niemand gesehen hat. Tanz für mich, Mirka. Zu viel. Der Müller! Wir befreien die Gefährten und zerstören die Mühle! Ja! Wir müssen hinüber! Markus, nicht! Nur mein Reif kann mich vor dem Zauber des Müllers schützen! Allein gehst du nicht! Markus, wenn ich bis Sonnenaufgang nicht zurück bin, dann flieh! Unter der Linde habe ich das Buch des Wissens versteckt! Lies darin! Lerne und dann kämpf gegen den Müller! Aber keine Dummheit, Markus! Kramer! Kramer, komm bloß wieder! Kramer!
Aufhören! Sofort aufhören! Ich verbiete das! Ich verbiete überhaupt alles! Alles, ja. Alles. Alles. Ja, aber ihr sollt aufhören! Sofort aufhören! Aufhören! Sofort aufhören! 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 Mein neuer Hofnarr. Wenn der zaubert, und der zaubert immer, er ist eine Eins. Ich weiß. Die Eins ist keins. Die Eins ist keins? Na ja, Spaß muss sein. Oh, hättet ihr mir bloß nicht dieses Bild geschenkt? Natürlich, ich brauche ein neues Schloss. Prächtiger, sonniger, goldiger, meinem Wesen entsprechend. Bauen, mein Bester. Bauen, bauen. Und meine Schulden? Wie viel sind es denn? Das hat Zeit. Ein Angebot. Ich gebe euch 2 mal 7 Sack Gold und ihr gebt mir wieder Land. Nicht viel.
Nur das grüne Tal mit den 7 Dörfern und 2 Wassermühlen und allen Bauern natürlich. Natürlich. Danke. Nun, mein Hofner, hast du es nicht zu bieten? Herr König? Singende Mäuse, tanzende Schweine, turnende Hunde oder so. Ich habe immer etwas zu bieten. So viel ja nun auch wieder nicht. Fröhliche Hühnchen mit rosigem Ferkel. König, war das ja alles zum Essen bestimmt. Genug, Hofner! Genug, Herr König. Danke, Herr König. Auf eine fröhliche Jagd! Markus. Zuerst hat er aus dem Buch gelernt. Aber immer nur diese Zaubereien. Ja, eine Kuh, eine Ziege und Hühner hat er uns in den Stall gezaubert. Er hat gesagt, das andere aus dem Buch kann ich nicht lernen ohne Krabbert. Und auch allein kämpfen kann er nicht. Und dann, eines Tages, ist er in den Dienst des Königs getreten. Markus am Königshof? Ja, er hat gesagt, beim König bin ich sicher. Da findet mich der Müller nie. Der Müller wird ihn finden. Und so finde ich den Müller. Ihr werdet gegen den schwarzen Müller kämpfen. Ein Wolf gibt erst Frieden, wenn er erschlagen ist. Ihr seid dran.
Euer Begehr? Ich möchte in den Dienst des Königs treten. Euer Name, Herr? Das sage ich dem König selbst. Melde mich. Ja, zu Befehl. Schickt diesen Fremden doch auf die Jagd. Da kann ihn der König höchst selbst kennenlernen. Superb. Einfälle habt ihr. Matt. Matt, Matt. Und wer begleitet den König denn auf der Jagd? Der Oberjäger, der Unterjäger, die Jäger, ja, und der Hofner, der ist auch dabei. Der Hofner? Ja, dieser lustige Zauberer, also wenn der, hey, ihr wisst doch gar nicht wohin. Hey, so wartet doch. Oh, welche Überraschung! Hier lang, Herr König! Wo ist er denn hin? Zauberst wieder mal. Du bist ja unübertrefflich. Nein, nein. Diesmal hab nicht ich gezaubert. Spaßvogel. Wundervoll. König Zauber wie du, eine Eule möchte ich sein. Alter Uhu! Eine Eule. Zaubern müsste man können. Zaubern. Hey. Keine Angst, Bursche. Ich töte dich nicht. Dein Freund Krabat soll dich töten. Brudermord werden die Leute schreien. Krabat tötete seinen Bruder Markus. Markus! Aufwachen! Hey! Aufwachen! Herr König! Eine Eule müsste man sein. Alter Uhu! Markus! 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 Krabat!
der Müller. Und nun, du Narr, jag deinem Freund nach. Jag ihn stumm bis auf deinen letzten Schrei. Lauf! Markus! Bruder! Nein. Der schwarze Müller wird sterben. Von meiner Hand. Krawatte hat seinen Bruder ermordet. Robert. Bruder? Krawatte? Das ist schön. Er wird ihn. Krawattes Helden taten Brudermord. Ja. Eine fette Rüge gibt es. Ja. Krawattes Helden taten Brudermord. Was? Der hat seinen Bruder umgebracht? Der Müller schenkt deinem Knecht die Freiheit. Und das war sein Bruder. Krawatte brachte den Knecht um. Was? Krawatte brachte einen Knecht um. Den Knecht brachte Krawatte um. So, der Knecht von Müller. Das war doch sein Bruder. Ja, und den hat Krawatte umgebracht. Na, das ist sein Bruder. Und wer es noch nicht weiß. Krawatte steht mit dem Teufel im Bunde. Mit dem Teufel? Krawatte steht mit dem Teufel im Bunde. Alle, die mit ihm gehen, verkauft er an die Hölle. Krawatte? Ja. Hast du deinen Bruder getötet? Ja, Mutter. Du bist mein Sohn, Krawatte. Erzähl mir, wie dein Bruder starb. Der Sumpf speist den Mühlbach. Der Mühlbach treibt die Mühle. Die Mühle malt dem Müller die Macht. Also muss man den Sumpf trockenlegen. Dann wird der schwarze Bach, der die Mühle treibt, versiegen. Ja, das müssen alle Menschen erfahren. Alle. Und im Buch steht,
Das Herdfeuer der Mutter wird den Zauber des Müllers verbrennen. Trag das Feuer in die Städte und Dörfer, Mutter. Es wird in den Herzen der Menschen brennen und ihre Augen öffnen. Lass es nicht verlöschen! Hört, was es Neues gibt von Krabat! Vom König hat er sich ein Rittergut schenken lassen! Wir müssen den Sumpf trockenlegen. Dann wird der schwarze Bach, der die Mühle treibt, versiegen. Jeden Tag speist er an der Tafel des Königs! Jeden Tag! Gutes, frisches Gras wird wachsen. Die Äcker werden euch gehören. Und mit wem speist Krabat beim König? Seite an Seite mit dem schwarzen Müller! Wenn der schwarze Müller besiegt ist, wird das Leben nicht mehr Hunger, Angst und Tod sein. Wem soll man glauben? Fragt ihn doch mal, woher er sein Wissen hat! Ja, woher weißt du das alles? Sag doch! Lass doch mal sehen! Gold! Gold! Das Gold des schwarzen Müllers! Das Gold des schwarzen Müllers! Woher weißt du das alles? Wer bezahlt dich für die Lügen? Na, wer? Nochmal! Na? Der schwarze Müller. Der schwarze Müller! Der Müller allein hat die Macht! Soll es in die Städte und Dörfer tragen. Thank you.
Und jetzt der Schluss! Schwarzer Müller, ich komme, meinen Schwur zu erfüllen, dich zu töten! Krabat, wir sind gleich stark. Wir teilen uns die Mühle, teilen die Macht. Lass uns Verbündete sein, Freunde, Bruder, Krabat! Ah!
Ha 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 ha